grüne Blätter haben wir und wir haben hier noch was zum Sammeln. Moment, hier ist noch irgendwas eingezeichnet. Ach so, der Rothund. Ja, wir gehen zurück zu Syla und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry Primal. Ihr bleibt ja da oben, das sage ich euch. Konnt euch schon früher nicht ausstehen. Also, was heißt früher? Wir sind jetzt eigentlich früher. Also vor Far Cry 4 spielt das Ganze ja hier. Nicht unschwer zu erkennen. Also muss man aufpassen mit seiner Wortwahl, aber meine Zeit früher mit Far Cry 4 und den Adlern, die ist damit gemeint. Na, dann müssen wir mal zurück. Also ich muss auch nochmal drauf schauen oder drauf hören, was Taka, also wir, zu Syla genau sagt, also wie er ihren Namen ausspricht. Vielleicht kann man das eben herauslesen. Haben wir noch nicht genug Blätter? Warum? Achso, stimmt ja, die gestrichelte Linie waren ja unsere, ist ja unser Weg, von woher wir kommen. Ich dachte jetzt schon, unser Navi zeigt uns an, wir müssen jetzt wieder zurück, aber nee, ist ja kein Navi, das ist ja bloß... Ach, da ist ja einer. Hey, lass das, du bist ja klein. Die sind aber nie alleine, da kommt nämlich der Nächste an. Lass das. Blöder Hammel. Die sind ja verdammt klein. Oder sind wir so groß? Also einer ist da noch hinten. Tier Fettadder dabei. Hat er uns wieder gesehen. Also kann man das nicht mit dem Mausrad wechseln? Das wundert mich gerade etwas. Ah, das war nicht so gut. Na, sollte eigentlich ein Kopfschuss werden, aber war dann doch weiter vorbei als gedacht. Hier war noch was suchen. Ach so, Tasche für diesen Gegenstand bereits voll. Das war auch vorhin der Fall. Nun gut. Mein Pfeil hätte ich gerne. Was hast du dabei? Auch voll Mist. Gut, die Blätter zurückbringen, das ist klar. Wie sind die denn hinter uns gekommen? Naja, vielleicht von links und von rechts hier rein. Könnte ja durchaus sein. So, dann sind wir gleich wieder da. Dum, di dum, di dum. Kann man hier hoch? Komm, da kann man doch hoch. Genau. So, ist sie noch da? Ja. Hallo. Wir haben da was. Syla. Syla, okay. Die Walnai. Für die Wunde, nicht für... Aha. Shaja, Tani, Schlauta. Schlauata. Nee. Tani. Danke. Dubu. Walna Maiska. Du wolltest doch so. Lass dir es schmecken. Na gut, ist verständlich. Die Wirkstoffe werden erst freigesetzt, wenn die auch zermatscht sind, die Bären. Ob das wenig hilft, also das bisschen. Ein Blatt auf die Achillesferse. Das frühere Pflaster. Nicht so nah ans Feuer, eh? Vorsicht. Udam. Ja, Udam haben wir schon gesehen. Salwa Tija. Uanna. Winja Waida. Uhai Padas Schwan. Ja. Das ist eine wirklich eine ganz andere Spielerfahrung, weil man an sich. Masi Shashautan Waida Takar. Usayi Shwada. Hai Chauha Salwa. Okay, dann bauen wir hier unsere Butze aus. Tiefe Wunden abgeschlossen, also eine ganz andere Spielerfahrung, weil man einfach die ganze Zeit unten mitliest. Ah, die Karte, stimmt, die haben wir uns noch gar nicht angeschaut. Also gleich nochmal mehr zur Spielerfahrung. Aber jetzt schauen wir erstmal
Tensei, der Schamane. Bring Tensei, den Schaman, in dein Dorf. Er wird dir beibringen, wie man Bestien zähmt und eine Eule ruft. Leicht und mittlere Erfahrungspunkte dafür. Da gäbe es Hirsche, da gäbe es Ziegen. Und Wildschweine brauchen wir auch noch. Jetzt geht die ganze Sammelei wieder los. Und ein unbekannter Ort. Interface ein aus. Wegpunkt mit der rechten Taste. Zentrieren. Mhm. Gerade ist Tag, also es gibt ja auch die Nacht. Haben wir ja schon gesehen. Wir waren ja schon bei Nacht unterwegs. Und wir sollen Leute hier erzählen, dass wir hier sind. Also, dass Sailor ist. Was ist denn da hinten für ein Symbol? Heilungsrezept verfügbar. Aha. Also, primitive Heilung. Einen Balken. Heilt zwei oder drei Balken mit entsprechender Fähigkeitsstufe für primitive Heilung. Das wäre dann das unendliche Heilen, also die Mullbinden aus den vorherigen Teilen, was wir hier schon erlernt haben. Das wäre dann mit Fleisch zwei Gesundheitsbalken oder dann eben mit Fleisch und Blatt drei Balken. Aha. Das ist alles Nahrung. Ah, das gibt's erst später. Und was das genau ist, das wird dann erst später verraten. Mhm. Ach so, als schnelles Heilen festlegen. Dann kann man das noch sagen. Also wenn wir die Taste drücken, soll er das machen, weil wir vielleicht gerade keine Güter verbrauchen wollen, sondern eben das unendliche Zeugs. Genau, da wo das Sternchen oder die Sonne dran ist, da wird das dann eben bevorzugt. Grüne Blätter haben wir aktuell nicht, deswegen bleibe ich erstmal hierbei. Ach, ich habe jetzt die ganze Zeit den Tabulator gehalten, da steht er drücken. Okay. Das ist also unser Fenster für die Nahrung. Nicht ganz unwichtig. Ja, ja, quatsch du nur. Also, ich gehe nochmal kurz ins Menü. Weil wir haben noch was zum Herstellen. Einen Speer. 50 Holz haben wir schon. Schiefer 27 und Schilf 18. Also für das Zeug braucht's 4, 2 und 1. Du kannst noch keine Speere herstellen. Warum? Doch, kann ich. Also derzeit machen die einen Schaden, zwei Haltbarkeit und zwei Geschick. Und dann Schaden 2, Haltbarkeit 3 und Geschick 2. Ach, hier können wir die. Ach, hier können wir die verbessern. Herstellen können wir die am Waffenrad. Wir brauchen dafür noch eine Zeder, um eben Upgrade 2 von 5 herzustellen. Alles klar. Hier bräuchten wir Wildschweinhaut. Hier bräuchten wir Rothundfell. Da haben wir schon genug. 8 und 16. Das klingt doch wunderbar. Dann machen wir das doch. Wenn wir das schon haben, machen wir das natürlich. Den besseren Bogen für... Ah, da müssen wir eben erst die Höhle bekommen. Einen Südstein und Südsteinstaub. Knochen, Schilf und die Zeder eben. Alles klar. Hartholz, Tierhaut und Feuerstein für den Speer. Und eben für die Verbesserung brauchen wir die Zeder. Gut. Achso, ich kann nicht mehr herstellen. Ach, jetzt habe ich angezündet. Mist. Falsche Maustaste. Aber gut. Ach, das Feuer ist schon wieder weg. Ja, eine ganz andere Spielerfahrung. Ich will erstmal zum unbekannten Ort. Weil wir lesen ja an sich alle, nehme ich mal ganz stark an, alle unten die Untertitel mit. Weil wir können eben nicht daraus... Ah, ist die Markierung. Wir können nicht aus dem Gesprochenen herausfinden, was uns gesagt wird. Also gewissermaßen ist der Blick immer unten auf die Untertitel gerichtet, also mehr oder weniger. Bin ich mal gespannt, wie sich das eben im weiteren Spielverlauf zeigen wird. Ah. Nein. Muss ich jetzt auch mit R abbrechen? Nee, bloß beim Bogen, okay. Was war da? Welches Tier lauert da? Da oben ist auf jeden Fall eine Markierung. Da zeigt uns auch der Pfeil an, wir sollen da hochgehen. Da grunzt doch was, ist auch ein Wildschwein. Das ist doch ein Wildschwein. Ich werde aber mal für einen Bogen nehmen, weil das hat ja, glaube ich, die haben ja mehr Reichweite. Ach so, Moment. Da ist eine rote Markierung. 1 ist Keule, 2 Bogen und 3 ist der Speer. Was bedeutet denn das Rote da unten? Ist der Bogen schon beschädigt? Naja, ach so, das... Ah, das, was wir vorhin gelesen haben, die Beute in den Bäumen. So ein blöder Hund, oder? Die Hunde sind aber nicht alleine, das ist ein Wildschwein.
Das ist ein Wildschwein. Das ist doch ein Hund. Ups. Warum ist er denn aber alleine? Laufen die nicht mehr im Rudel rum? Es suppt. Wie komme ich denn da ran? Speer hochwerfen, Pfeil hochwerfen. Also springen ist nicht hochklettern. Nein. Baum fällen. Ich finde das blöd, dass man das nicht mit dem Mausrad wechseln kann. Also das geht auch nicht mit den kleinen Bäumen. Dann runterschießen, oder? Ach stimmt, ja, Waffenrad. Daran muss ich mich noch gewöhnen, oder? Ich schaue nochmal, ob die Taste einfach nicht belegt ist. Okay, so geht's nicht. Wie dann? Mit dem Speer vielleicht? Nein. Wie komme ich denn da ran? Ich will, aber ich komme nicht ran, ist zu weit oben. Gibt es hier irgendeine Einblendung? Ich schaue nochmal kurz. Nein, hochklettern können wir nicht, dran rütteln auch nicht. Dürfen wir das noch nicht nehmen? Naja, lassen wir jetzt erstmal liegen. Ich wollte jetzt zum unbekannten Ort und da unten war noch was. Ach hier, Vöglein. Oder nee, hä? Ach so. Ah, der Rothund hat einen Hirsch umgebracht und da können wir uns jetzt einfach seine Arbeit ernten. Ja, wunderbar. Was ich aber machen werde, damit können wir... Ach, wir rutschen damit immer nach vorne. Ach so, das ist nochmal Beacon und wenn wir das gedrückt halten, können wir dabei noch nach vorne schnellen. Und hier eben werfen, okay? Und mit der Keule können wir was? Wir können die wahrscheinlich werfen, will ich jetzt aber nicht. Und dann eben zuschlagen und dann eben noch einen schweren Angriff. Und den können wir auch abbrechen. Und mit dem Bogen können wir eben ganz normal schießen. Ohne Anvisierung oder eben so. Da bekommen wir einen kleinen Punkt zu sehen. Alles klar, Spielmechanik muss ja auch erstmal verstanden werden. Sie ist zwar wirklich ähnlich zu den Vorgängern, aber dann eben auch nochmal eine etwas andere Geschichte. So, das Tier blutet, stirbt dann irgendwann. Dann werde ich mir schon mal ein paar Pfeile gönnen. Komm, stirb, ich renne dir so lange hinterher, bis du stirbst. Gestorben, 5 Erfahrungspunkte. Nächstes Tier schon mal anschießen oder eben gleich umbringen. Kopfschuss da aber nicht. Also, was erstmal Sache ist, wir werden erstmal sammeln. Können wir die ernten? Blaublatt. Bin ich mal gespannt, wo es die roten Blätter gibt und die gelben. Moment. Okay. Dann halt wann anders. Hier war der Fall, aber hier ist es gestorben und das andere ist ja noch ein Stück weiter gerannt. In diese Richtung. Ist es schon gestorben? Moment. Hier hoch, da lang. Spuren lesen kann auch von Vorteil sein. Hier. Und jetzt? Spur weg, oder was? Nun gut, dann gehen wir aber erstmal weiter. Was ich mitnehmen kann, nehme ich soweit mit und... 80 Fuß. Oh, hier ist ein Rothund. Ach, das kotzt mich an, dass ich es nicht über das Mausrad machen kann. Die 1 war die Keule. Batz, ein Schlag genügt hat. Bleibt doch hier. So, Fell eingesammelt. Dann mal weiter. Wir wollen in dieser Folge auch noch mehr erreichen. Steinchen. Was mir über den Weg läuft oder im Weg steht, wird mitgenommen. Eine Fardasi-Höhle. Einen Ort entdeckt. Was ist das da hinten? Ein Blaublatt? Oder ist das der Höhleneingang? Der ist da, aber ist das hier unten? Was ist das da unten? Da will ich mal kurz nachschauen. Oder, nee, halt, wenn wir wieder rauskommen, schaue ich mal nach. Dann gehen wir jetzt... Oh! Ein großes Tier zerlegt. Dann gehen wir erstmal rein. Wir müssen aber Feuer ins... Okay, wir können Spuren lesen. Nee, eine volle Tasche haben wir. Wir können anzünden. Das will ich jetzt mal machen, denn hier wird es ja etwas dunkel. Und vielleicht wartet hier ein Säbelzahntiger auf uns. Pilze können wir nicht futtern. Hier surrt es wieder. Also fliegen. Irgendein Kadaver noch hier drin. Ist wahrscheinlich eine Höhle von Wölfen. Aha. Na? Das heißt, ne? Vorsicht, hier ist Wasser. Das macht unser Feuer aus. Was habe ich denn eigentlich genommen? Tierfette, oder? Ich glaube, das sind Tierfette, die wir hier ständig einnehmen. Ich musste die Fackel ausmachen, wie es scheint. Nee, wir können uns vorbeimogeln.
So, ist der Wolf hingerannt? Hier geht's ja nicht weiter. Ist der raus? Ja, hier geht's weiter. Ah, hier ist auch Gift. Oh, ein Fackel ausmachen vielleicht, weil das Gas, Explosion. Das erinnert mich nämlich... Oh, pardon. Das erinnert mich nämlich gerade an Tomb Raider. Ich wechsle mal die Waffe. Gifts. Du kannst durch Bienenstiche, Schlangenbisse oder durch die, oder die Fauldämpfe im Heimatland der Udam vergiftet werden. Einige Udam werfen auch mit Giftbomben auf dich. Na super. Gift verringert allmählich deine Gesundheit. Die Wirkung lässt jedoch nach einiger Zeit nach. Irgendwo in dieser Welt muss es ein Gegengiftrezept geben. Dann dürfen wir jetzt hier nicht weiter rein, oder? Ich saus einfach mal durch. Ich probier's mal. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Okay, ich gehe wieder raus. Es wird aber zu spät sein. Ja. Aber wie gesagt, wir probieren es einfach mal aus. Das war auf jeden Fall ein Totschlag. Wo kommen wir jetzt raus? Wieder bei Sailor. Ja. Dürfen wir den ganzen Weg also nochmal... Oh, Schnellreise. Ausruhen. Nee, wollen wir nicht. Sie hat unseren Namen gesagt, deswegen heißt das wahrscheinlich sowas wie Hallo. Also Untertitel gab es jetzt nicht. Na gut. Also schon einmal gestorben, so sieht es also aus. Der Säbelzahntiger von Beginn hat das uns nicht gezeigt. Da musste erstmal wieder ein Gift her, dem ich ja auch hätte widerstehen können. Aber nein, ich musste da einfach reintappen. So, aber schauen wir auf die Karte. Was gibt es denn hier gerade noch in der Umgebung? Wildschweinzeug könnte ich ja noch herstellen. Das sind... Ah, Nakuti Leuchtfeuer. Leicht, das sind also die Lager, die Außenposten. Belohnung wenig und dafür gibt es Bewohner. Da gibt es da wohl Gefangene. Schnellreise, Wiederauferstehungspunkt und ein Lager. Ja komm, dann nehmen wir das erste Lager ein. Nakuti Leuchtfeuer. Das ist doch mal ein Ziel. Ich wollte jetzt zwar eigentlich zu der Markierung... Ach, das ist der Norden. Das ist bloß der Norden der Karte, dann gehen wir dahinter. Was haben wir denn hier? Also wir haben noch einen Speer, 5 Pfeile und 2 Keulen. Wir machen noch ein paar Udams Platz. Also Orus ist die Heimat der Udams, aber auch eben ein... Es sieht ja schon mal sehr schön aus. Ein sehr schönes Tal. Aber hier warten eben auch einige Gefahren auf uns. Ach, hier ist wieder die Beute, wo ich nicht rankomme. Das ist gemein. Ich gehe mal zum ersten Lager. Da unten gibt es 2 Tiere. Da war nix. Da habe ich erst was vermutet. Das waren aber bloß Schatten. Moment, ich schaue nochmal kurz nach. Wir haben doch schon was eingesammelt. Ach, das Rothundfell, stimmt ja. Wildschwein haben wir... Nee, wir haben Hirsch eingesammelt. Stimmt, stimmt, stimmt. Da gibt es also noch keinen Fallschaden. Und da schwimmen wir also mal rüber. Also ich bin gespannt, was es hier eben mit der Geschichte auf sich hat. Ein Wildschwein. Auf die Nase. Ja, es blutet noch weiterhin. Ach, es hat vergessen zu sterben, aber dann eben doch. Ach, drüber laufen reicht, okay. Weiterhin drüber laufen. Hier war doch noch eins. Mach, das war kein Kopfschuss. Das aber. Dann gib mal her. So. Und. Wir gehen mal hier hoch, weil wir müssen ja noch nach oben, weil dieses kleine Lager etwas erhöht ist. Ach, das ist ein Stein. Ich dachte, da wäre schon ein Tier. Da ist auch ein Tier. Hallo, Tier. Du bewachst einen Stein, habe ich gehört. Da ist nichts mehr. Dann gib mal, was du hast. Steinchen nehmen wir mit. 3-mal. Und ein grünes Blatt. Die waren ja gar nicht auf der Karte eingezeichnet, oder habe ich das jetzt gar nicht wahrgenommen? Kann auch sein. 170 Schritte noch. Finde ich gar nicht mal so übel, dass das hier in Schritte angegeben ist. Also ich bin mal gespannt, was eben die ganze Geschichte hierher geben wird und worum es sich hier eben dreht. Also ganz klar, die Venya, das sind wir, Orus und eben auch Udam, der Kriegerstamm, der eben auch die anderen Leute frisst. Super.
Das kann ja was werden, also nette Gesellen scheinen das nicht zu sein. Oh, ein rotes Blatt, eine rote Blume. Sieht ja schick aus. Oh, nehmen wir mit, ein Rotblatt. Unser erstes, entzünde das Lagerfeuer, um es für Venya zu erobern. Okay, wir müssen also nicht alle auslöschen, wir müssen das Lagerfeuer erobern. Anzünden. Leuchtfeuer, das werden wir gleich erklärt bekommen. Also Leuchtfeuer sind große Feuerstellen, die dein Gebiet markieren, sobald du es erobert hast. Schalte die Gegner in der Nähe aus und entfache die Leuchtfeuer, um sie für deinen Stamm zu erobern. Da war das Blatt darüber oder darunter. Erobere Leuchtfeuer, eroberte Leuchtfeuer schalten Schnellreiseziele frei und bieten dir sichere Ruhestätten und Zugriff auf dein Belohnungslager. Alles klar, dann werden wir uns also in der nächsten Folge um das erste Lager kümmern und das bei herrlichstem Sonnenschein. Gibt's ja auch Schnee? Oh, genug Erfahrungspunkte gesammelt. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.